Abhisheka. Abhisheka heißt salben, benetzen, übergießen. Abhisheka ist ein Teil einer Puja. Ja, Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Sanskrit Wörterbuch. Heute sind wir bei Abhisheka, ein wichtiger Ausdruck im Bhakti Yoga. Abhisheka heißt wörtlich salben, benetzen, befeuchten. Und Abhisheka betrifft einen wichtigen Teil der Puja, nämlich das Übergießen der Murtis mit Wasser, Reismilch und anderen Flüssigkeiten. In einer Puja gibt es verschiedene Teile und dazu gehört eben auch das Abhisheka. Beim Abhisheka nimmt man mit einem Löffel oder auch mit einer kleinen Muschel eine Flüssigkeit, typischerweise Wasser oder Reismilch oder auch, in dem wird auch Orangensaft und anderes genommen, und das übergießt man über die Murtis. Das ist ein Symbol für das Überfließen des Herzens. Im Bhakti-Yoga, im Yoga der Liebe, im Yoga der Hingabe, im Yoga der Gottesliebe, wollen wir unser Herz berühren lassen. Wir wollen unser Herz in Liebe entfalten. Und wenn du Liebe spürst, dann ist es so, als ob dein Herz überquillt mit Liebe. Und dieses Überquillen der Liebe wird ausgedrückt über Abhisheka. So wie Gott dich badet mit seiner Liebe, so ähnlich willst du Gott baden mit deiner Liebe. Liebe zwischen Gott und Mensch ist das Charakteristikum von Bhakti-Yoga. Und so übergießt du die Murtis in einer Puja im Abhisheka mit Flüssigkeiten als Ausdruck deiner Liebe. Und du erfährst dann auch die Liebe Gottes. Du öffnest dich für die Liebe. Also Abhisheka, übergießen von Murtis mit Wasser und Reismilch und anderen Flüssigkeiten. Abhisheka wörtlich heißt übergießen, salben, benetzen, befeuchten.